so. Das soll unsere Herzen schlagen lassen, unser Leben wird. I'm not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us. For we are glorious. When the sharpest words wanna cut me down, I'm gonna send a flood, gonna drown them out. I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. To be seen, I make no apologies. This is me. This is me, oh, 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 oh.
This is brave. This is Bruce. This is who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come. Look out, 'cause here I come. And I'm marching on to the beat I drum. Marching on, marching on. I'm not scared to be seen. I make no apologies. This is me. Werte Gäste, herzlich willkommen in der Gemeinschaftsschule Türkismühle. Also wir. Leon 6a, Luca 6a, Merle 6d, Johanna 6d, Lena Schulsprecherin, Eva stellvertretende Schulsprecherin, Monika Krischuchner Schulleiterin. Freuen uns sehr, unser Jubiläum 15 Jahre Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, mit Ihnen feiern zu dürfen. Warum wir gerade mit Ihnen feiern wollen, liegt auf der Hand. Denn durch Ihre Unterstützung sind wir eine couragierte und beherzt handelnde Schulgemeinschaft, die ihre Werte nach innen und außen leben kann. Und somit begrüßen wir sehr herzlich den Schirmherrn unserer Veranstaltung, Herrn Professor Dr. Roland Rixecker, die Vorstandsvorsitzende der Synagogengemeinde Saar, Frau Ikara Kunga, die Gäste aus der Politik, Nadine Schön, Heike Becker, Hermann Scharf, Udo Rechtenwald, Andreas Veit und Joachim Geiger. Außerdem die Gäste aus dem Bildungsministerium, Frau Elsner und Frau Boost. Ein herzlicher Willkommensgruß geht an unsere engagierten und treuen Kooperationspartnerinnen und Partner vom Adolf-Bender-Zentrum, von der Landeszentrale für politische Bildung, von den Kirchen, von der Stiftung Demokratie, der Sparkassenstiftung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung, von den Fortbildungsinstituten ILF und LPM, von der Landesarbeitsgemeinschaft Erinnerungsarbeit, vom Netzwerk für Demokratie und Courage, von der Kreissparkasse St. Wendel, vom Bildungsnetzwerk St. Wendler Land und von unserer Partnerschule in Freising. Zudem begrüßen wir Eva Tiegmann und Michael Landau, die uns mit ihren Recherchen und Veröffentlichungen unterstützen, sowie alle Vertreter der Presse sehr herzlich. Drei Gäste möchten wir heute mit einem besonderen Gruß willkommen heißen. Sie zeichnen sich durch eine besondere Mission aus oder haben eine Überraschung für uns im Gepäck, werden heute noch zu uns sprechen oder sie haben einen besonderen Verdienst für die Schulgemeinschaft geleistet. Wir begrüßen Christina Biel, die Landeskoordinatorin für das Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Wir begrüßen Frau Verena Hamm von dem Wettbewerb Demokratisch Handeln. Und wir begrüßen sehr herzlich unseren ehemaligen Schulsprecher Alexander Zeyer, der es 2005 schaffte, die Auszeichnung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage hier an unsere Schule zu holen. Liebe Gäste, der Auftrag als Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage seit 2005 führte zu unserem Wertebaustein. Die Schülerinnen und Schüler gemeinsam mit Eltern und Lehrkräften 2008 festgelegt und mit Inhalten gefüllt haben. Seit 2008 im Eingangsbereich sichtbar sind uns unsere Wertbausteine täglich eine Verpflichtung, unsere von gegenseitiger Wertschätzung geprägte Schulgemeinschaft auszugestalten und in der Öffentlichkeit für Respekt, Courage und Toleranz zu werben. Zwei Kernbotschaften des aus den Wertebausteinen entstandenen Leitbilds unserer Schule bilden hierzu die Basis. Beherztes, couragierendes Handeln für Mitmenschlichkeit immer. Die Übernahme von Verantwortung für sich selbst und für andere. Somit sehen wir unsere Schule als Keimzelle für eine werteorientierte, demokratisch-freiheitliche und weltoffene Gesellschaft. Dies ist unser Leitgedanke und unser Anspruch und Ansporn seit vielen Jahren. Ein couragiertes Handeln für Toleranz und ein klares, konsequentes Nein gegenüber jeglicher Form von Rassismus und Ausgrenzung sind uns hierbei ein Herzensanliegen. Eng arbeiten wir mit Ihnen zusammen, denn unsere Welt benötigt selbstbewusste, wachsame junge Menschen mit Haltung, Weitblick
und einer ganz starken Werteorientierung, die tief in ihren Herzen verankert ist. Wir als couragierte Schule treten beherzt für unsere Überzeugungen ein, indem wir gesellschaftliche Entwicklungen kritisch hinterfragen, aus der Geschichte für eine Zukunft in Frieden und Freiheit lehren und lernen, aus einer Erinnerungskultur eine Kultur der Begegnungen und des Handelns werden lassen, um nach innen und nach außen zu werben. Dies gelingt uns allerdings nur, weil Sie, sehr geehrte Gäste, uns aktiv zur Seite stehen, ideell oder finanziell, weil Sie uns beraten, fortbilden, inspirieren und anspornen. Sie ermöglichen uns Exkursionen und Recherchen, Workshops, Ausstellungsbesuche, Vorträge und den Austausch mit Experten. Sie begleiten und finanzieren unsere Projekte und geben uns die notwendige politische Rückspiegelung, um Öffentlichkeit herzustellen, um mit unserem Handeln wirksam zu werden. Dafür sagen wir bereits jetzt Danke. Liebe Gäste, wir zählen auch in den nächsten 15 Jahren auf Sie. Denn unsere heutige Feier würdigt nicht nur das bisher Erreichte, sie ist auch der Auftakt zu unserem künftigen wichtigen Engagement im Netzwerk der couragierten Schulen. Ihnen allen nochmals ein herzliches Willkommen. Nun möchten wir Herrn Professor Dr. Roland Rixecker zu seinem Grußwort bitten. Sehr geehrte Frau Krechschuschner, sehr geehrter Friedrich, sehr geehrte Frau Bundestagsabgeordnete, Frau Landtagsabgeordnete, Herr Landtagsabgeordneter, Herr Landrat, sehr verehrte Gäste. Menschen, die um einleitende Worte zu einer Festveranstaltung gebeten werden, suchen manchmal nach klugen Vorschlägen. Was sagt man eigentlich als Glückwunsch, als Grußwort zu einem 15. Geburtstag und einer Preisverleihung? Fragen wir, der Einfachheit halber, Google. 7 Millionen Ergebnisse in 0,51 Sekunden, das ist das, was klugen anderen Menschen dazu eingefallen ist. Die kann man natürlich nicht alle lesen, also öffnet man den ersten Vorschlag zur Frage, wie gratuliere ich jemanden zum 15. Geburtstag zu einer Preisverleihung und liest, sag doch, du bist meine Heldin, du bist mein Held. Kein schlechter Anfang für 15 Jahre Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, aber das reicht natürlich nicht. Denn warum sagt man eigentlich jemandem, er sei ein Held oder eine Heldin? Grundsätzlich friedfertige Menschen mögen ja nicht immer Helden. Sie mögen keine Helden feiern, keine Heldengedenktage, keine Heldendenkmäler. Sie meinen zuweilen, wenn auch ein wenig verschämt, manchmal könne es ganz gut sein, ein bisschen feige zu sein. Aber eine Schule mit Courage ist definitionsgemäß eben eine Einrichtung, deren Schülerinnen und Lehrerinnen gerade nicht feige, sondern, wie Courage zu übersetzen ist, beherzt, unerschrocken, tapfer, eben mutig sind. Hat Google ein Dilemma verursacht? Aber in Wirklichkeit kennen wir doch Helden gerade. Im letzten Jahr haben wir sie kennengelernt, die ganz still gewesen sind. Stille Helden, beharrlich, bewundernswert. Keine Helden, die in einen Krieg gezogen sind, sondern einen Kampf bestanden haben um unser Leben, unsere Gesundheit. Mut, Courage heißt gerade nicht, zerstörerische Waffenarsenale aufzubauen und zu nutzen, sondern es heißt, nachdenklich für etwas einzustehen, heißt, beherzt zu sein, ein Herz zu haben, unerschrocken zu sein, heißt, sich nicht erschrecken zu lassen. Steve Jobs, der Vater des iPhone, hat jungen Menschen einmal
auf den Weg gegeben. Lassen Sie nicht zu, dass die Meinung anderer Ihre Stimme erstickt. Haben Sie den Mut, Ihrem Herzen, Ihrer Intuition, ich füge mal hinzu, auch Ihrem Verstand zu folgen. Und ich glaube, Hildegard Hamm-Brücher, deren Name der Preis, der heute verliehen wird, trägt, eine der herausragenden Freiheitsrechtlerinnen und Demokratinnen Deutschlands, eine Vorkämpferin für den Frieden in Europa und in Deutschland, für das Gespräch und den Ausgleich, eine wirklich couragierte Frau, hätte dies nicht anders gesagt als Steve Jobs. Und Courage musste sie gerade dort zeigen, wo es geschmerzt hat. Das ist mit Courage immer verbunden, wo sie Freunden und Bekannten auch entgegentreten musste, ihnen widersprechen musste, ein Stoppschild setzen. Und genau das ist es, was Sie, junge Menschen hier in Türkismühlen-Nofelden, tagtäglich tun und tun müssen, Grenzen setzen, der Ausgrenzung von Menschen anderer Hautfarbe, anderer Herkunft, anderer Gestalt, wenn es darum geht, dem Rassismus entgegenzutreten, wenn ein dunkelhäutiger Fußballspieler mit dem N-Wort beschimpft wird oder ein türkischstämmiger mit dem K-Wort, wenn andere, auch junge Menschen, du Opfer, du Jude, genannt werden. Rassismus ist keine abstrakte Aufgabe für Besinnungsaufsätze, der Kampf gegen Rassismus. Die Bekämpfung von Rassismus und Antisemitismus im Alltag, in den sozialen Netzwerken, ist eine tägliche Aufgabe und deshalb ist es so wichtig, das, was Schülerinnen und Lehrerinnen und Eltern hier tun in Türkismühlen-Nofelden, das ist keine Theorie, mit der man vielleicht nicht immer so recht was anfangen kann, sondern es ist etwas, was uns jederzeit und überall und leider in den letzten Monaten und Jahren immer stärker begegnet. Und dabei müssen wir wissen, Sprache, Worte, das sind Waffen. Die können Angst erzeugen, die können Menschen vertreiben, die können verletzen, im schlimmsten Falle können Sprache und Worte auch töten. Und gegen Rassismus, gegen Antisemitismus einzutreten, mit Courage, ist eine hervorragende Aufgabe unserer Gegenwart, gerade für junge Menschen. Und dabei kann alles auch bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe so einfach sein. Man kann die Geschichte, die ich kurz erzähle, nachlesen. Vor 3 Wochen brannten in Deutschland Fahnen, blau-weiße Fahnen, flogen Steine auf Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Bilder wurden im Netz verbreitet, Kinderleichen in Gaza, palästinensische Kinderleichen. Tote Jugendliche und tote Väter und Mütter in Lod bei Tel Aviv. Jüdische Jugendlichen und Elternleichen. 15 Sekunden hatten Mädchen und Jungs in Tel Aviv Zeit, um den Bunker vor den Raketen der Terrororganisation Hamas zu erreichen. Vermutlich waren es kaum mehr Sekunden, die den Kindern in Gaza blieben, um der israelischen Antwort zu entkommen. Es ging darum, dass die einen Juden waren, die anderen palästinensisch. Das war für eine Journalistin Anlass, einmal 2 junge Menschen in Deutschland zusammenzubringen. Das war nicht einfach für sie, weil das eine Jüdin und der andere ein Muslim war. Nalea, eine 19-jährige deutsche Jüdin, und Kai Hahn, ein 20-jähriger deutscher Muslim. Sie sprachen, nachdem das erste Eis gebrochen war, über Palästina und wem es gehört. Sie redeten über Israel und ob es Israel geben dürfe oder ausradiert werden müsse. Sie sprachen über den Holocaust, von dem Kai Hahn irgendwann vage mal gehört hatte. Sie waren auf Einladung der Journalistin Zuschauer einer schweigenden Demonstration, bei der die Demonstranten nur Schilder trugen. Die einen ein Schild mit der Aufschrift: Jude, Mensch, kein Feind.
Die anderen ein Schild mit der Aufschrift Muslim, Mensch, kein Feind. Und dritte ein Schild mit der Aufschrift Christ, Mensch, kein Feind. Sie gingen nebeneinander, hintereinander, schweigend. Muslim, Christ, Jude, Mensch, nicht Feind. Als Nalea und Kai Han lange ein paar Stunden miteinander heftig gestritten hatten und das jüdische Mädchen, die jüdische Jugendliche, ihrem muslimischen Gegenüber ein wenig mehr von der Geschichte erzählt hat, von ihren ermordeten Vorfahren und ihren israelischen Freunden in Angst und dem Wunsch, eine Heimstatt zu haben, und er ihr von Palästina und seinen arabischen, türkischen Bekannten, fragte sie ihn schließlich, und wie war's jetzt mit uns? Schlimm? Und Kai Han antwortete, war okay. Du bist halt auch die erste Jüdin, der ich je begegnet bin. Meine Freunde haben, als sie davon gehört haben, gemeint, erzähl mal, wie das so ist mit einer Jüdin, so einem Alien. Und Nalea fragte, und was erzählst du ihnen jetzt? Wie war's? Und Kai Han antwortete, na, super, ganz normal halt, du bist ein cooler Typ. Nalea hat das umgekehrt nicht anders gesehen, weil Kai Han auch ein cooler Typ war. Streitbar, aber nachdenklich und vor allem mit Herz. Zur Courage gehört nicht nur die Gegenwart. Zur Courage gehört notwendigerweise auch die Vergangenheit. Zu ihr gehören die Stolpersteine, die Wege früheren Lebens, wie sie hier in einer großartigen Leistung von dieser Schule, den Schülerinnen und Schülern und Lehrerinnen und Lehrern bebildert, nachvollzogen, nacherzählt worden sind. Aber warum gehört das eigentlich dazu? Das sind doch alte Geschichten. Weil wir wissen sollen und müssen, wie unsere Zukunft aussehen kann, in welcher Welt wir, sie hier in Türkismühlenhofelden leben wollen. Soll das eine Welt sein, in der wir 15 Sekunden Zeit haben, einen Bunker zu erreichen? Oder eine Welt, in der Nalea und Kayhan einander für coole Typen halten? Und um das zu erfahren, müssen wir wissen, warum manchen unserer Urgroßeltern und Großeltern das nicht so richtig gelungen ist. Was damals geschehen ist, warum es geschehen ist und wie man erkennen kann, wenn das Virus der menschenverachtenden Ausgrenzung, des Hasses auf andere ausbrechen kann, hier und da. Einzeln sich langsam anschleicht, mehr und mehr Menschen befällt, bis wir mitten in einer Katastrophe wären. Courage heißt deshalb auch, sich zu erinnern. Elias Canetti, ein stiller deutscher jüdischer Philosoph, hat einmal geschrieben, feige, wirklich feige, ist nur der sich vor seinen Erinnerungen fürchtet und sie versucht zu vergessen. Seien Sie also weiter wie bisher in diesem Sinne mutig. Herzlichen Glückwunsch. Gerne hätten wir heute noch zwei weitere Gäste begrüßt. Unsere treue Patin in unserem Projekt, Frau Gramp-Karrenbauer, und unsere Bildungsministerin, Frau Streichert-Kliveau. Beide haben uns eine Botschaft geschickt, die wir heute zeigen möchten. Sehr geehrte Frau Bigerano, sehr geehrte Frau Grischuchner, sehr geehrter Herr Professor Rixecker, liebe Schülerinnen und Schüler, wertes Kollegium. Sie feiern heute ein wichtiges Jubiläum. Wichtig, weil es ein Jubiläum für Zivilcourage, wachen Bürgersinn und praktische Nächstenliebe ist. Seit 2005 trägt Ihre Schule, die Gesamtschule Nohfelden-Türkismühle, den Titel Schule ohne Rassismus,
Schule mit Courage. Dieser Titel wird vom Trägerverein der Initiative nur dann vergeben, wenn eine Schule dauerhaft einen hohen Standard beim Engagement gegen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus nachweisen kann. Sie schaffen das nun im 16. Jahr. Und es ist mir eine besondere Freude, dass so viel Einsatz für die richtige, die gute Sache an einer Schule gezeigt wird, der ich mich seit Jahren sehr verbunden fühle. Die Erfahrungen, die wir als junge Menschen an unsere Schulen sammeln, prägen unseren Blick auf die Welt und unser Miteinander mit den Menschen. Deswegen sind es die Schulen, an denen wir so besonders wachsam sein müssen. Ausgrenzung dringt in vielen Formen und auf vielen Wegen in unser Leben. Dazugehören ist gerade für junge Menschen, die ihren Platz im Leben finden wollen, oft ein wichtiges Thema. Und Gruppen können hart und ungerecht sein, wenn es darum geht, wer dazugehören darf. So fängt Ausgrenzung manchmal ganz harmlos an. Ausgrenzung aufgrund von Hautfarbe, Geschlecht, ethnischer Herkunft, Religionszugehörigkeit oder sexueller Orientierung hat dabei eine ganz besonders toxische, eine besonders hart trennende Qualität. Sie ist besonders erniedrigend, besonders verletzend und auch besonders gefährlich. Wenn wir achtlos sind, wird aus vermeintlich harmlosen Alltagsrassismus ganz schnell Gewohnheit und dann vielleicht schon bald die Norm. Dann kann es geschehen, dass daraus ein politisches Programm wird, dann eine kranke Gesellschaft und schließlich nackte Gewalt. Sie, ihr, werte Schülerinnen und Schüler, stellen sich dem gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern entgegen, mit praktischem Engagement und Entschlossenheit. Und das schon seit vielen Jahren. Das ist großartig und dafür möchte ich Ihnen, möchte ich euch allen von Herzen danken. Wenn ich mir etwas wünschen dürfte an diesem Festtag, dann dies, dass an unseren Schulen nicht nur kompromisslos aufgezeigt wird, wie übel, wie zerstörerisch Rassismus und Ausgrenzung sind, sondern dass jungen Menschen das genommen wird, was allzu oft der Kern des Ressentiments gegen Mitmenschen ist. Die eigene Unsicherheit, die so oft zu einer Angst vor dem anderen wird. Wenn wir es mit Selbstbewusstsein schaffen, die Angst zu besiegen, die wir oft und manchmal unwillkürlich vor dem Unbekannten, dem Unterschiedlichen, dem Fremden verspüren, dann haben wir tatsächlich viel erreicht. Dann tragen wir die Courage, die unsere Schulen im Titel tragen, auch im Herzen. Ich wünsche Ihnen und euch heute eine besonders schöne Feier. Freude und Leichtigkeit trotz der ernsten Sache und, so Corona dies zulässt, viele gute Begegnungen. Vor allem aber wünsche ich Ihnen allen an Ihrer Schule weiterhin viel Tatkraft und einen klaren Blick bei Ihrem Einsatz für die gute Sache, auch in den nächsten 15 Jahren. Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Lehrkräfte, liebe Schulgemeinschaft, vor 15 Jahren haben Sie sich als Gemeinschaftsschule Nohfelden Türkismühle dazu entschlossen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage zu werden. Und Sie sind damit einen mutigen Schritt in Richtung Demokratie gegangen. Denn im Gegensatz zu den Auszeichnungsfeiern vieler anderer Schulwettbewerbe und Projekte markiert die Auszeichnung Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage nicht den Abschluss eines Arbeitsprozesses, sondern es ist in der Regel der Beginn. Mit der Übernahme dieses Titels geht die Arbeit erst richtig los. Wenn eine Schulgemeinschaft diesen Titel annimmt, geht sie nämlich eine dauerhafte Selbstverpflichtung ein. Sie verpflichtet sich dazu, sich in der Gegenwart und in der Zukunft jederzeit für unsere demokratischen Werte, für unsere kulturelle Vielfalt und einen respektvollen Umgang mit unterschiedlichen Lebensstilen einzusetzen. Sie sieht Vielfalt als Chance und engagiert sich gegen Rassismus und jede Form der Diskriminierung. Und was das Interessante dabei ist, die Schulgemeinschaft stellt sich in diesem Prozess auch selbstkritische Fragen. Was können wir in unserem Schulklima noch verbessern? Werden wir die von der Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage vertretenen Werte auch in unserem Schulalltag leben können? Gelingt es uns, jedes einzelne Mitglied unserer Schulgemeinschaft auf unserem Weg mitzunehmen? Bieten wir allen Schülerinnen und Schülern ausreichend und vielfältige Möglichkeiten zu einer selbstwirksamen Mitgestaltung des Schulalltages? Wie gehen wir mit Konflikten um eine faire Lösung für alle Beteiligten zu finden?
Dass sich die Schulgemeinschaft der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkis-Mühle nicht auf dem Erreichten ausruht und diese Fragen in einem stetigen Prozess immer wieder neu für sich beantwortet, das spiegeln zahlreiche demokratiestärkende Projekte und Konzepte wider und das ist, glaube ich, auch inzwischen landesweit bekannt. Da ist die beispielsweise das verankerte Projekt, in dem es um inklusive Erinnerungsarbeit geht. Jüdisches Leben in der Gemeinde Nohfelden und viele bedeutende Auszeichnungen wie die auch zur Fairtrade School am 11. September 2020. Und dieses von Kreativität und gemeinsam miteinander getragenem Engagement in der Schulgemeinschaft, das zeigt, dass es hier nicht nur um leere Worthülsen geht. Das trägt dazu bei, dass sich bei euch und ihnen alle wohlfühlen können, dass es ein Miteinander gibt, ein Toleranz, Respekt und Umgang füreinander und füreinander einstehen. Es geht um Zivilcourage in diesem Projekt. Ich danke Ihnen und euch allen für dieses Engagement. Machen Sie so weiter, bleiben Sie am Ball, denn Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage lebt von den Menschen, die diese Schule tragen. Vielen Dank. Der folgende Musikbeitrag ist aus der praktischen Arbeit des Musikkurses 11 mit dem Thema entstanden. Wir haben uns mit Rassismus, aber auch mit Antirassismus in der deutschen Popmusik beschäftigt. Und Jonas Schirrer schreibt Lieder und Jonas Schirrer ist Mundartkünstler. Er schreibt also Lieder auf Saarländisch. Damit Sie auch wirklich alle die Botschaft verstehen, wird der Text auch gleich nochmal in Hochdeutsch eingeblendet, aber auch andere Themen, die wir dazu gestaltet haben. Viel Spaß mit Jonas Schirrer und dem Toleranz-Song. Vorurteile wird geschiss, weil im Grunde sind wir doch Allgäre gleich. Ob Aussehen, Herkunft, Religion, Musikauswahl bei Amazon, ob Mutterspruch, ob arm oder reich. Ach, Hautzeller, brauche mir ein bisschen Toleranz, Akzeptanz und Toleranz, davon ganz viel. Drum sei bitte tolerant, weil Ausgrenzung ist kein Spiel. Ja, die Menschen brauchen allgar Toleranz. So, als nächstes dürfen wir uns über die Worte von Frau Christina Biel freuen. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Schulgemeinschaft, seit 15 Jahren seid ihr nun im Netzwerk Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Damals habt ihr ein Versprechen abgegeben, nämlich, dass ihr euch mit den Themen Diskriminierung und Rassismus aktiv beschäftigt, Projekte und Workshops durchführt und ja, für Vielfalt und Toleranz einsteht und dass ihr bei Konflikten und Problemen
direkt eingreift und gemeinsam einen Weg findet, wie ihr eine gute gemeinsame Lösung findet. Die Schülerinnen und Schüler von damals sind heute nicht mehr an der Schule. Auch viele Lehrkräfte und andere Mitarbeitende haben gewechselt. Frau Grischuchner, eure Schulleiterin, ist immer noch da. Sie hat die komplette Entwicklung miterlebt und mit vorangebracht. Und da ich jetzt hier stehe als Courage Landeskoordinatorin für Schule ohne Rassismus im Saarland und meine Glückwünsche im Namen des Netzwerks überbringen möchte, möchte ich hier eigentlich nicht alleine bleiben. Deswegen fände ich es schön, wenn vielleicht Frau Grischuchner und die Schülerinnen und Schüler, die vorgesehen sind, schon mal nach vorne kommen. Prima, vielen Dank. Eigentlich, zugegebenermaßen, wäre mir bei so einer Feststunde das lieber, wenn das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Jugendlichen gerade umgekehrt wäre. Aber ja, das kann man sich halt nicht aussuchen. Und zum Glück lernen wir ja einige Schülerinnen und Schüler später noch kennen bei der Ausstellung oder auch beim Imbiss. Tja, Courage Landeskoordinatorin. Da muss ich jetzt natürlich sagen, nach 15 Jahren Mitgliedschaft im Netzwerk Schule ohne Rassismus, habt ihr euer Versprechen gehalten? Also ich finde, ja. Und ich denke, das haben wir jetzt auch schon sehr oft gehört und sehen das auch hier und erleben das auch hier. Ihr seht wirklich Vielfalt als Chance. Wir sehen es dort nochmal geschrieben, Toleranz, Verständnis, Respekt sind euch wichtig, das habt ihr euch in euer Leitbild geschrieben. Und bei Konflikten, bei Problemen, bei tatsächlich diskriminierenden oder rassistischen Vorfällen greift ihr ein. Dafür habt ihr auch beispielsweise den Klassenrat oder Streitschlichterinnen. Und ja, eure Schülerinnen und Schüler, das finde ich auch bemerkenswert, kommen automatisch im Laufe ihrer Schulzeit mit den Themen von Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage in Kontakt. Das Konzept der Wertebausteine, das hier ja schon erwähnt wurde und was man hier schön sieht, sieht beispielsweise vor, dass die Schülerinnen und Schüler Ausflüge bzw. Wandertage zu den verschiedenen Religionen durchführen und mit Menschen in Kontakt kommen. Oder auch, dass Workshops durchgeführt werden zu den Themen Diskriminierung, Rassismus und couragiertes Handeln. Dabei werdet ihr auch unterstützt von unseren Courage-Netzwerkpartnern, zum Beispiel dem Adolf-Bender-Zentrum oder dem Netzwerk für Demokratie und Courage. Aber euer Engagement bleibt nicht in der Schule. Auch das haben wir hier kann man hier schon gut sehen. Eure Stolperstein AG wird später noch extra geehrt. Alles rund um das Thema Erinnerungsarbeit wirkt in eure Umgebung hinein. Auch die AG Begegnung und Inklusion, das Thema Inklusion ist euch sehr wichtig. Und auch dort kooperiert ihr mit außerschulischen Organisationen und führt Projekte durch. Ihr zeigt, ihr seid offen, ihr geht auf andere zu und ja, alle sind gleich viel wert und wir können alle viel voneinander lernen, egal wie unsere Lebenssituation ist. Und dazu möchte ich euch ganz, ganz herzlich beglückwünschen. Ich habe diese Blume mitgebracht als auch kleines Symbol für Vielfalt und Nachhaltigkeit. Das wird später noch eingepflanzt und sozusagen ergänzt praktisch ein Blumenbeet, das schon angelegt wurde. Genau, das soll für euch eine kleine Erinnerung sein an den Tag heute
und sieht gleichzeitig noch sehr schön aus, finde ich. Ja, vielen Dank. Ja, tatsächlich. Normalerweise wäre ich jetzt mit meiner Gratulation am Ende an jeder anderen Schule, nicht an der Gemeinschaftsschule Nohfelden. Denn die Gemeinschaftsschule Nohfelden hat ihr langjähriges Courage-Engagement auch in den Wettbewerb, in den bundesweiten Wettbewerb Demokratisch Handeln eingebracht und damit in diesem Jahr einen besonderen Preis gewonnen. Und zwar den Hildegard-Hamm-Brücher-Preis für demokratisches Handeln. Das freut uns sehr. Als wir als wir vor 4 Jahren, ist ja noch gar nicht so lange her, diesen Wettbewerb ins Saarland geholt haben, als Landeszentrale für politische Bildung, zusammen mit dem Adolf-Bender-Zentrum, hätten wir es uns nicht im Traum vorstellen können, dass so schnell eine saarländische Schule diesen begehrten Preis erzielt. Nur 3 Schulen bekommen das im Jahr. Und ich denke, dazu wird Frau Hamm gleich noch was sagen zu den Inhalten. Also mir bleibt es wirklich zu gratulieren. Ihr könnt stolz auf euch sein und wir freuen uns sehr mit euch. Wir bedanken uns ganz herzlich für Ihre freundlichen Worte, die Glückwünsche und auch dieses symbolische Geschenk, das wir zu ehren wissen. Natürlich hätten wir heute auch gerne alle Schülerinnen und Schüler beteiligt, aber sie sind beteiligt. Jetzt in der Schule sind sie mit Herzen dabei und fiebern, dass der Besuch nachher auch rüberkommt und die Ausstellung besichtigt. Und Sie sehen hier vor Ort unsere Streaming-AG, die heutige Feier aufzeichnet und sie wird morgen in die Klassen gesendet. Wir haben es uns aus technischen Gründen nicht zugetraut, dass wir es live übertragen, aber es sind alle Schülerinnen und Schüler beteiligt und sie sind auch mit dem Herzen heute dabei. Dankeschön. Nun freuen wir uns auf Frau Verena Hamm, die den weitesten Weg zurückgelegt hat, um heute bei uns zu sein. Sie ist extra für unser Fest heute aus München angereist, was für uns als Schule eine große Ehre ist. Einige Schülerinnen und Schüler haben Frau Hamm bereits bei der Lernwerkstatt Demokratie kennengelernt und sie als warmherzige und schüleroffene Person beschrieben. Frau Hamm, ich bitte Sie nun ans Mikrofon. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe beteiligten Lehrerinnen und Lehrer, es ist für mich eine ganz große Freude, euch und Ihnen den diesjährigen Hildegard-Hamm-Brücher-Preis bzw. die Medaille für das Projekt Jüdisches Leben in der Gemeinde Nohfelden überreichen zu dürfen. Und ich glaube, meine Mutter wäre gerne hierher gekommen und hätte euch und Ihnen diese Medaille gerne selber überreicht, weil ihr dieses Thema sehr am Herzen gelegen ist. Aber vielleicht ist sie ja in irgendeiner Form jetzt auch mit dabei. Dazu möchte ich euch jetzt eine kurze, relativ traurige Geschichte erzählen. Meine Mutter hatte eine Großmutter, die Jüdin, später Christin war, und die unter den Nazis sehr leiden musste. Zuerst musste sie aus ihrem eigenen Haus in den Keller ziehen. Es wurde als ein sogenanntes Judenhaus bezeichnet und sie durfte keinerlei Kontakte mehr zu den Nachbarn haben. Und dann im Jahr 1942 bekam sie einen Brief, dass sie in das Konzentrationslager Theresienstadt muss. Diese Vorstellung war für sie so grauenvoll, dass sie Schlaftabletten genommen hat, um zu sterben. Sie konnte aber nicht gleich sterben, sondern lag noch so 2-3 Tage im Koma.
Und jeden Tag sind Nazis gekommen und haben gesagt, ist das alte Judenweib hoffentlich schon endlich verreckt. Diese Erfahrung war ganz schrecklich für meine Mutter, aber sehr prägend und wegführend für ihr ganzes späteres Leben. Und dazu möchte ich euch und Ihnen jetzt einen kurzen Tagebucheintrag meiner Mutter vorlesen, den sie am 17. Mai 1945, damals war sie 24 Jahre alt, geschrieben hat. Da war ja der Zweite Weltkrieg zu Ende. Das Gesetz, unter dem sich unser Leben entwickelte, gibt es nicht mehr. Der Spuk der 12 Jahre ist vorbei, wie eine Seifenblase. Nein, für uns wie ein unendlich hässliches, drückendes Gebilde. Nur für dumme Deutsche konnte es etwas Schillerndes, Vielversprechendes sein. Das große, schwere Schicksalsrad hat sich gedreht. Wie viel Kraft hat es gekostet? Manchmal schien es, als sei ein Haken über die Speichen geschlagen. So wenig schien es sich zu bewegen. Und jetzt sind wir Überlebenden frei. Was für ein unbeschreibliches Glück, was für ein Wunder. Wir alle, die diese Schreckensherrschaft überlebt haben, müssen nun diese wiedergewonnene Freiheit hegen und pflegen, schützen und verteidigen. Wir müssen aus diesem schrecklichen Kapitel unserer deutschen Geschichte lernen. Und genau das tut ihr, liebe Schülerinnen und Schüler. Ihr seid mit so viel Engagement und Ausdauer dabei, das jüdische Leben und jüdische Schicksale in eurer Gemeinde nicht vergessen zu lassen. Ihr gebt Verstorbenen Namen, Gesichter und Stimmen und dadurch bleiben diese Schicksale lebendig. Ihr leistet einen so wichtigen Beitrag für unsere Demokratie. Meine Mutter wäre stolz auf euch und eure herausragende Erinnerungsarbeit. Und jetzt möchte ich euch in Gedenken an meine Mutter die diesjährige Hildegard Hambrücher-Medaille für demokratisches Handeln verleihen. Herzlichen Glückwunsch für diese Auszeichnung, auch im Namen des gesamten demokratisch Handeln-Teams. Ja, liebe Gäste, was vor über 15 Jahren mit vereinzelten Aktionen begann, ist mittlerweile fest in unserem schulischen Alltag verankert. Viele Projekte haben sich verstetigt, sind für unsere Schulgemeinschaft selbstverständlich geworden und beeinflussen täglich unsere pädagogische Arbeit. Marie und Silas werden Ihnen nun in einer Nachrichtensondersendung das vorstellen oder das zeigen, warum unsere Schule eine couragierte Schule ist. Viel Spaß dabei.
Montagvormittag, 11.17 Uhr. Ich bin Marie Müller. Mein Name ist Silas Dunkel und das ist unser Thema bei TNT. Türkis Mühle feiert 15 Jahre Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Türkis Mühle. Seit 2005 trägt die Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkis Mühle den Titel Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. In unserer heutigen Sondersendung zeigen wir Ihnen, warum die Schule diesen Titel verdient hat. Soziales Engagement. Das soziale Engagement der Schule erstreckt sich nicht nur auf einzelne Projekttage, sondern ist dauerhaft im schulischen Alltag verankert. Viele Projekte laufen während des gesamten Schuljahres oder werden jedes Jahr erneut durchgeführt. Hierzu gehören beispielsweise die Weihnachtsaktion in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt und, das Land, und dem Landkreis St. Wendel, bei der die Schule jedes Jahr mehr als 150 Weihnachtsgeschenke für bedürftige Kinder im Landkreis St. Wendel besorgt. Weitere Projekte sind die Beteiligung an der Aktion Deckel gegen Polio, Brillen für Afrika und Lesen für UNICEF. Seit 2020 ist die Schule auch zertifizierte Fairtrade-Schule. Zudem unterstützt die Schulgemeinschaft schon seit langem ihre Partnerschule in Indien. AG-Arbeit. Mit zahlreichen AG-Angeboten vermittelt die Schule ihren Schülerinnen und Schülern soziale Kompetenzen und demokratisches Denken und Handeln. Hierzu gehören die Tierschutz-AG, die Fairtrade-AG, die Stolperstein-AG und die AG Begegnung, die bereits seit fast 15 Jahren Projekte mit Menschen mit Beeinträchtigungen in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe St. Wendel durchführt. Projektwoche und Tag der Courage und Toleranz. Seit dem Schuljahr 2016/17 fährt die Schule jeweils am 21.03. den Projekttag Courage und Toleranz durch, an dem sich alle Klassen der Schulen in diesem Sinne engagieren und Projekte durchführen, die den Schülerinnen und Schülern soziales, tolerantes, hilfsbereites oder respektvolles Handeln vermitteln. Zudem werden diese Projekte auch in den beiden Projektwochen der Schule sowie ganzjährig mit Unterstützung vieler Projektpartner, wie beispielsweise dem Adolf-Bender-Zentrum St. Wendel, dem der Landkreiszentrale für politische Bildung oder dem Netzwerk für Demokratie und Courage, SAR, durchgeführt. Interreligiöses Lernen. Im Schuljahr 2014/2015 hat die Schule erfolgreich am Wettbewerb Trialog der Kulturen der Herbert-Quandt-Stiftung teilgenommen, bei dem jede Schule mit ihren kreativen Projektideen zu einem vertieften Wissen über und zu einem besseren Verständnis zwischen den drei großen Weltreligionen, dem Christentum, dem Islam und dem Judentum, beitragen soll. Mit ihrem Projekt Spuren suchen, Spuren hinterlassen, haben dabei ca. 700 Schülerinnen und Schüler in 13 Einzelprojekten ganzjährig zu dieser Thematik gearbeitet. Die gesamte Gemeinschaftsschule Türkis Mühle liegt im nördlichen Saarland im Landkreis St. Wendel. Von der 5. bis zur 13. Klasse besuchen ca. 1050 Schülerinnen und Schüler unsere Schule. Soziales Verhalten, geprägt von gegenseitiger Achtung, Toleranz, Solidarität, Verlässlichkeit und Ehrlichkeit sind Grundlage unserer Schule.
Die Teilnahme an diesem Wettbewerb sowie dessen Ergebnisse haben dazu geführt, dass seitdem ein weiterer Schwerpunkt des pädagogischen Arbeiten in der Schule auf das interreligiöse Lernen gerichtet ist. Das Leitbild der Schule wurde so 2016 beispielsweise um folgende Aussage ergänzt: Wir vermitteln Wissen über verschiedene Religionen und Kulturen, um so gegen Vorurteile vorzugehen. Die Schülergemeinschaft ist davon überzeugt, dass die Beschäftigung mit anderen Kulturen und Religionen hilft, Schubladendenken abzubauen. Besonders wichtig erscheint hierbei, dass die Schülerinnen und Schüler Begegnen mit vielen Kulturen und Religionen ermöglicht werden, um so mehr Offenheit für andere Religionen und Kulturen zu erreichen. Unter dem Leitgedanken von Schülern für Schüler entwickelten Oberstufenschüler in diesem Zusammenhang ein Wandertagskonzept mit interkulturellen und interreligiösen Schwerpunkt. Schülerinnen und Schüler verschiedener Klassenstufen waren auch in Spanien und Polen unterwegs. Zunächst einige Eindrücke aus Spanien. Hola a todos. Hoy estamos en Granada y acabamos de visitar la Alhambra, que son jardines, palacios muy preciosos y vale muy la pena ir aquí, pero necesitamos todo un día para ir a todo. Pero yo creo que... ¡Hey, Leute! ¡Du Bus fährt fort! Marie, dieser Beitrag kommt mir spanisch vor. Du hast recht. Schauen wir uns lieber an, welche Eindrücke Herr Ritzmann von der Polenfahrt schildert. Guten Tag, Herr Ritzmann. Wie sah Ihr Programm bei der Polenfahrt aus? O 13 wylatujemy samolotem do Katowic, po czym jedziemy autobusem z Katowic do Krakowa. W piątek wieczorem odwiedzimy małe muzeum krakowskie. Zobaczymy, jak życie w Krakowie było w ostatnich stuleciach. Po czym zwiedzamy także różne miejsca krakowskie, miejsca kulturalne, miejsca przyrodnicze. Zobaczymy także żydowskie okolice, Kazimierz. Zwiedzimy stare synagogi z czasów średniowiecza oraz te nowsze synagogi z XIX i XX wieku. Trafimy także na parę mieszkańców Krakowa. Na długi dzień zwiedzimy także obóz koncentracyjny w Oświęcimiu. Później zrobimy jeszcze taki mały sightseeing po Krakowie. I spędzimy miły weekend kulturalno-religijny w centralnej Europie. Das war polnisch. Ich darf übersetzen. Es fand ein Besuch der Konzentrationslager Auschwitz und Birkenau sowie der Stadt Krakau mit Besichtigungen des jüdischen Viertels und der Synagoge statt. Teambildung und Schülerbeteiligung. Um die Zusammenarbeit unserer Schülerinnen und Schüler zu fördern, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, ihnen Konfliktlösungsstrategien an die Hand zu geben und kritisch reflektierendes Denken zu vermitteln, existieren vielfältige Angebote. An der Gemeinschaftsschule Nohfelden, gerade auch für die jüngeren Schülerinnen und Schüler. Im Rahmen der Erlebnispädagogik gehören Abenteuer- und Kooperationsspiele, Klettern, Kanufahren, Hochseilgarten und Wildnispädagogik zu festen Bestandteilen im Schulalltag. Regelmäßige Aktionen, bei denen das Vertrauen und der Zusammenhalt der Gruppe im Vordergrund stehen, führen nachweislich zu einem verbesserten Klassenklima und zu einem guten Zusammenhalt innerhalb der Klassengemeinschaft. An der Gemeinschaftsschule ist die Schülervertretung eine wichtige Säule innerhalb eines demokratischen Schulsystems. Der Klassenrat im wöchentlich stattfindenden Tutorenunterricht stellt dabei die Basis für eine gelungene Schülerbeteiligung dar. Die Schülerinnen und Schüler übernehmen bereits in der 5. Klasse Verantwortung für sich und für ihre Klasse sowie die Mitschüler. In den Jahrgangsstufenversammlungen können die Schülerinnen und Schüler über ihre Anliegen diskutieren und erhalten hiermit eine Plattform schulischer Mitbestimmung. Begleitet wird dieses durch eine engagierte Schülervertretung. Die Schüler des Seminarfachs 12 und 13 sind als Lerncoaches in den Klassen 5 und 6 tätig.
Sie coacht die Schülerinnen und Schüler in den Fächern IL, Mathe und Deutsch und arbeiten nach dem Motto Großen helfen Kleinen. Regelmäßige Workshops und Weiterbildungsmöglichkeiten helfen den Schülerinnen und Schülern, immer mehr Verantwortung in unserer Gesellschaft zu übernehmen. Sehen Sie nun Ergebnisse eines Workshops zum Thema Verantwortung für die Gesellschaft. Bernd und Thilo treffen sich jedes Wochenende am Stammtisch. Nach dem zweiten Bier geraten sie meist in Diskussionen über Politik aneinander. Streitthema ist dieses Mal, wo es mit Europa hingehen soll. Die EU sollte man auflösen. Wieso? Ohne sie wäre Deutschland verloren. Mit der D-Mark, da ging es uns besser. Aber früher war es doch komplizierter, ins Ausland zu reisen. Ja, aber früher, da war alles besser. Ich sehe schon, mit dir kann man nicht reden. Ey Jungs, ich höre euch jetzt schon die ganze Zeit zu. Ich kann beide Seiten verstehen, aber am Stammtisch zu diskutieren bringt doch nichts. Aber ändern kann man doch nichts. Ich engagiere mich politisch, weil ich möchte, dass meine Generation in einem offenen Europa lebt, in dem für Verschiedenheiten Platz ist. Da hast du recht. Was? Da soll ein neuer Skatepark gebaut werden? Das ist doch viel zu zeitaufwendig. Und mit den Kosten brauchen wir gar nicht erst anfangen. Man sollte das Geld lieber für Parkplätze verwenden. Jetzt müssen wir einschreiten. Ihr solltet nicht so eine Diskussion führen. Immerhin geht es auch um eure Kinder. Wir haben viel gearbeitet, um Sponsoren für unseren Skatepark zu finden. Ja, stimmt. Ihr habt recht. Wir hätten nicht nur an uns denken dürfen. Ja. Wir finden es toll, dass ihr euch so für eure Ziele einsetzt. Genau. Es ist wichtig, dass wir Jugendliche für uns selbst sprechen. Erinnerungsarbeit. Vorbildcharakter für andere Schulen hat die Erinnerungsarbeit an der Gemeinschaftsschule Nohfelden. Wandertage zur jüdischen Geschichte der Gemeinde Nohfelden, ab Klassenstufe 5, Zeitzeugenbegegnungen, regelmäßige Fahrten in das ehemalige Konzentrationslager Natzweiler Struthof durch die Klassenstufe 9, Workshops zu dieser Thematik oder eine eigens entwickelte Unterrichtseinheit zum Schicksal der ehemaligen jüdischen Nachbarn in der Gemeinde Nohfelden zur Zeit des Nationalsozialismus sind einige Bausteine dieser Arbeit. Besonders die Stolperstein AG hat mit ihren Projekten multimediale und inklusive Erinnerungsarbeit sowie den Weg der Erinnerung zahlreiche bundesweite Auszeichnungen erhalten. Im Dezember 2017 drehte ein Filmteam im Auftrag der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Berlin eine Dokumentation über die Arbeit der AG. Dieser Film ist ein Teil eines Projektes, das deutschlandweit gute Beispiele gelungener Demokratiearbeit zeigt. Die Stolperstein AG ist sehr stolz darauf, hier ausgewählt worden zu sein. Alle im Rahmen dieser Sondersendung vorgestellten Projekte können Sie in der Wertebaustein-Broschüre der Schule sowie im Projektbericht der Stolperstein AG nachlesen. Beachten Sie bitte nun noch den folgenden Schulwerbespot. Für die Inhalte ist das Seminarfach Darstellendes Spiel der Gemeinschaftsschule Nohfelden-Türkismühle verantwortlich.
Wir wünschen Ihnen viele interessante Eindrücke, wenn Sie gleich im Schulhaus und auf dem Schulhof selbst nach Spuren unserer Projekte suchen. Ihnen noch eine schöne Woche. I know that it is love. Tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart or sorrow. There are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space to make it a better place. The world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. If you want to know why, there's a love that can align. This song, it only cares for joyful giving. If we try, we shall see, in this bliss we cannot feel. Fear or dread, we stop existing and start living. Then it feels that always love's in us for growing. Make a better world, make a better world. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Conceived and will reveal a joyful face, and the world we once believed in will shine again in grace. Then why do we keep strangling life? Won't this earth crucify its soul? Though it's plain to see what is heavenly, we got scale. We could fly so high. Let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you care enough for the living. Make a little space. For you and for me. Heal the world, make it a better place. For you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make it a better place for you and for me. Living,
better place for you and for me. You and for make a better me. Place. You and for make a me. Better place. You and for make me. A better place. You and for me. The world we live you in. You and for save me. It for our children. You and for me. The world we live you in. And for save me. It for our children. Ja, liebe Gäste, es ist jetzt soweit, dass wir zu einem nächsten Punkt kommen können. Aber bevor wir diesen wunderbaren Raum verlassen, möchte ich auch nicht versäumen, mich ganz herzlich bei der Kirchengemeinde zu bedanken. Namentlich bitte ich Herrn Collinet, diesen Dank auch mitzunehmen, dass man uns diesen Raum immer zur Verfügung stellt. Wir sind ja des Öfteren Gast, auch bei unseren alljährlichen Konzerten hier. Und herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. Des Kirchengemeindeverbands der Pfarrgemeinschaft Nonnweiler im Namen vom Pfarrverwalter Herrn Reichert und auch in meinem Namen als Schulseelsorger gratuliere ich Ihnen ganz herzlich für die ersten 15 Jahre. Mögen noch zigfache folgen. Das hier ist ein Ambo. Das kommt her von Ambos. Da bearbeiten wir das Wort Gottes jeden Sonntag. So, das soll unsere Herzen schlagen lassen. Unser Leben wird hier geformt. Ich freue mich, dass Sie vereinzelt heute auch hier standen und mitgeformt haben, auch wenn wir keine Auslegung eines bestimmten Bibeltextes hatten. Es war Ihr Leben, das Sie hier mitgebracht haben. Dankeschön dafür. Rassismus hat auch etwas mit Religion zu tun. Es geht um Herkunft, aber es geht auch um Religion. Wir haben aktuell wieder Beispiele, dass Religion auch instrumentalisiert wird. Die Erwachsenen unter uns können demnächst ihr Kreuzchen machen. Und nach meiner Wahrnehmung ist nicht jede Partei, oder ist eigentlich jede Partei auch von Menschen durchsetzt, die es mit der Religionsfreiheit im Endeffekt nicht ganz so ernst nehmen wollen. Gleichzeitig gibt es Menschen, die sich sehr dafür einsetzen. Ich habe Ihnen als kleines Geschenk den Blumenstrauß auf den Altar gestellt. Der Altar ist der Ort, wo etwas gewandelt wird. Bewusst viele verschiedene bunte Blumen, wie jeder Schüler, wie jeder Lehrer hier eine dieser Blumen ist, zusammengebunden in einen Strauß. Sie brauchen auch den Rahmen, sie brauchen die Organisation, sie brauchen Netzwerke. Nur so wirkt jede Blume nochmal schöne Kontrast mit anderen. Ich freue mich auch, noch hier kurzfristig reden zu dürfen, auch als eine Blume in unserer großen Gesellschaft. Gemeinsam können wir dafür sorgen, dass Vielfalt, aber auch Einheit gelingt. Und das möchte ich einfach mitgeben auf den Weg. Es sind Schnittblumen, ich hoffe, sie können Wurzeln schlagen für die nächsten 15 Jahre. Wenn ich zum Abschluss kurz den Segen Gottes auf uns rufen will, dann sage ich bewusst uns einerseits, um die Kirche nicht außen vor zu lassen. Auch bei uns gibt es bei allem, wo wir uns im Mittelmeer gegen Rassismus einsetzen, denn auch Politik kann an den Grenzen Europas rassistisch sein, auch wenn wir uns dort einsetzen, ist auch in unserer Mitte der Rassismus nicht ausgerottet. Mein Großvater hat das Deutsche Reich bis zur letzten Patrone an der Elbe verteidigt,
Meine Urgroßtante bekommt demnächst einen Stolperstein in Trier gesetzt, weil sie als Jüdin nach Theresienstadt musste. In einer Biografie wächst viel zusammen und auch hier gibt es Biografien, die Ähnliches haben. Ich wünsche euch Schülern, dass ihr in euren eigenen Biografien suchen könnt. Und dafür habt ihr einen super Rahmen an dieser Schule. Ich durfte hier lehren und lernen. Ich danke ganz ausdrücklich auch der Schule dafür. Ich wünsche jetzt uns allen, oder ich möchte Gott darum bitten, dass er uns und ihr und unser Wirken weiterhin segnet. Gott, du bist dreifaltig, dir herrscht mehr als nur eine Einheit. Gott Vater, aber der du jeden von uns wolltest und der du uns mit Kraft und Freiheit gebaut hast. Gott Sohn, unser Bruder Jesus Christus, der du für uns alle gestorben bist und der uns gezeigt hat, dass Liebe den Hass und den Tod und die Angst überwinden. Gott, Heiliger Geist, der du lebendig machst, uns Mut gibst, uns beherzt eintreten lässt, der du uns befähigst, die Grenzen unseres Denkens zu überwinden. Segne uns, unser Wirken und alle Menschen auf dieser Welt durch Christus, durch Gott, im Heiligen Geist. Amen. Ich wünsche uns allen einen schönen Tag drüben oder eine schöne weitere Veranstaltung und gratuliere noch einmal herzlich den Blumenstrauß. Übergebe stellvertretend der Frau, die für dieses System steht, hier im Wissen, dass ganz viele Blumen drin sind und ich kenne auch so manche noch aus dem eigenen Fürsein. Danke, auch fürs Leben. Wir begeben uns jetzt zum Schulhaus. Der Weg wird begleitet von unseren Elferschülerinnen und Schülern. Im Schulhaus erwartet sie unsere Bandklasse 5 mit einer musikalischen Begrüßung. Die Kleinen fiebern dieser musikalischen Begrüßung schon den ganzen Morgen entgegen. Es ist der erste Auftritt in der Pandemiezeit. Die Kleinen konnten ja nicht zusammen üben. Wir hatten lange keinen Unterricht, wir hatten Wechselunterricht. Also das erste offizielle Darbieten. Dann werden wir uns zum Schulhof begeben, wo die Schülerinnen und Schüler mit aktuellen Projekten auf sie warten, dass sie einen kleinen Eindruck haben. Jetzt wiederum ins Schulhaus, also wir sind auch eine bewegte Schule. Wir gehen wieder ins Schulhaus, dort wird dann die Bandklasse 6 uns erwarten, auch mit einem kleinen musikalischen Gruß und vor allen Dingen dann dort auch unsere Catering AG, die auch schon gestern den ganzen Tag sich bemüht hat, etwas für uns vorzubereiten. Und es ist Ihnen ganz wichtig, dass ich Ihnen sage, dass wir den Infektionsschutz sehr ernst nehmen und dass Sie das genießen können, was dort auch für Sie bereitsteht. Also herzliche Einladung und ich denke, wir machen uns dann gleich auf den Weg. Vielen Dank. Klasse 8a. Schuldig. Im Sinne der Anklage. Welche Anklage? Diskriminierung. Es geschah vor 2 Jahren. Wir konnten sie tun. Sie hat sich auf der Toilette eingesperrt. Und wir fanden das lustig. Wir haben sie gemobbt, weil sie anders war. Wir haben sie nicht respektiert. Wir hätten helfen können, doch haben wir nicht. Wird sich das wiederholen? Nein! Wir behandeln niemanden wie Dreck, denn jeder hat Respekt für sie. Wir helfen einander. Gewalt ist keine Lösung. Jeder Mensch ist gleich. Jeder darf so sein, wie er will. Es ist falsch, jemanden wegen seiner Hautfarbe, Herkunft oder Sprache zu diskriminieren. Man sollte nicht wegschauen, sondern helfen. Schule ohne Rassismus! Schule mit Courage! Musik sollte allen offen stehen. Und deswegen spielen wir den No Racism Blues, kein Rassismus Blues. Eins, zwei, drei, vier.
nicht gekommen. Wir sind schon ganz ungeduldig. Und jetzt sind wir soweit. Wir begrüßen unsere Delegation dort hinten. Herzlich willkommen an der Gemeinschaftsschule Lohfeld in Türkismühle und schicken eine kleine Botschaft von uns aus nach oben in die Welt. Und zwar, ihr sprecht mir nach. Bei uns in Türkismühle. Da macht das Lernen Spaß. Denn wir sind Schule ohne Rassismus. Und Schule mit Courage. Liebe Gäste, die Bandklasse 6 möchte euch auch noch abschließend einen kleinen Song vorspielen, den der Elias uns ansagt. Hi, wir sind die Bandklasse 6a und heute spielen wir das Lied Black or White von Michael Jackson.